Dann fahren wir mal rüber. In der Nacht noch mal auf dem Klo. Apropos Klo. Eventuell müsste ich vielleicht dezent dringend aufs Klo. Dann. Sean enthauptet mich. Dann sind wir zu zweit. Irgendwo... Kann ich da rein? Es ist echt. Jonathan? Echt schwierig. Gibt es denn nicht eine andere Toilette irgendwo? Aber Jonathan. Ich glaube, es ist dringend. Sehr dringend. Du hast nichts dabei, Luna, ja? Du hast keine Waffe und sonst nichts dabei. Nee, hab ich nicht. Dann komm mit, Lars. Aber dann renn bitte. Hallo? In der Nähe zu erwähnen. Aua. Dann renn bitte, bitte schnell. Gib für mich. Stehen bleiben. Ich muss aufs Klo. Ganz dringend. Raus. Sie muss aufs Klo. Ist mir scheißegal. Bitte. Es reicht. Ist das jetzt euer Ernst? Fuck. Verlassen Sie bitte umgehend diesen hinteren Bereich. Luna! Fuck. Ich kann nicht. Komm mit, Luna. Können wir bitte mir eine neue Hose im Laden holen und zur Toilette? Ja. Nee, jetzt nicht bitte, es ist einfach nur widerlich. Ich hab gerade Theo telefoniert. Ich hab ihn gerade den Arsch aufgerissen. Bitte mach schnell, es ist echt eklig. Ich hasse diese Frau Adler. Theo meinte zwar gerade, wir können jetzt doch hier oben, aber ist mir jetzt scheißegal. Nee, aber ich fahr jetzt nicht zu diesen Wichsern. Kotzt mich wieder an, sowas. Weißt du, in der Justiz gibt's manche, die sind voll toll und manche, die sind voll die Arschlöcher. Ja, es ist mir leider, dass die Arschlöcher überwiegen. Ja. Ich schäme mich für meine Kollegen und für die ganzen Justizer, die da gerade waren. Mir ist dann noch so ein Einfall gekommen. Weißt du, welches Auto Frau Adler gehört? Nein, leider nicht. Hast du mich Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sogar sagen. Aber ich weiß dann es leider nicht. Was müssen wir jetzt suchen? Hilf mir bitte. Adlerin. Ich würde sagen, das ist eindeutig. Ich würde es auch gern machen, aber. Doch, mach ich. Nein, Luna, das machen wir nicht. Doch. Nee. Was hättest du denn gedacht? Ich dachte. Ich wusste, was du vorhast. Und in dem Moment habe ich auch für eine gute Idee gehalten, aber jetzt gerade nicht mehr. Fall mir jetzt nicht in den Rücken. Nun, das wird uns beide in Schwierigkeiten bringen. Deswegen machen wir das. Das muss ja niemand sehen. Nun, der FAB-Tower hat riesige Glasscheiben, die sehen nicht hier rüber. Ja, nicht, wenn sie nicht hinschauen. Bitte geh auf Seite, sonst hau ich dich. Luna, du weißt, Jonathan, dass ich das geh nicht weg. Will. Ich hau dich. Ja. Lass mich. Luna, mach's nicht. Hör auf. Ich weiß, du kannst gerade. Luna, ich sonst weiß, kommt jemand. Wenn du jetzt nicht weggehst, dann schlage ich dich Luna, bestimmt beim Ausholen. Hör auf. Luna, du hör mir Jonathan, zu. Jonathan, geh weg oder du kriegst was ab. Claudi, da kommt schon welche, also lass es. Fuck. Luna, hör auf. Sehe ich keinen Grund, mich zu bessern, wenn ich so behandelt werde wie Dreck. Luna, du wirst nicht von jedem wie Dreck behandelt. Okay, jetzt oder nie. Jetzt geh weg. Ich hau dich sonst und das willst du nicht. Luna, wir haben drüber gesprochen, warum ich nicht... 3, 2, 1. Luna, stopp. Nein. Du weißt, warum ich nicht weggehe. Lass mich. Wir haben an deinem Lieblingsort... Aha! Ich hab's dir gesagt. Scheiß Frau Adler.
Geht's dir zu kacke? Soll ich den Mediziner rufen? Hallo. Hast du kurz Zeit? Ja. Was ich dir jetzt sage, erzählst du keinem, okay? Okay. Wo bist du? Im Justiz-Tower. Okay, aber geh wohin, wo man dich nicht hört. Ich stehe an der Fensterfront, das kann mich keiner hören. Ich weiß nicht, wie viel du vorher mitgekriegt hast. Nur, dass Maria dich rausgejagt hat. Das ist genug. Du brauchst ja auch keine Details wissen. Aber ich bin jedenfalls so sauer auf sie, dass ich gerade... Was machst du gerade? Autofahren. Dass ich gerade eventuell mit dem Baseballschläger auf ihr Auto eingehauen habe. Luna, nein. Das hast du nicht gemacht. Luna, ihr wird das auffallen und sie ist nicht doof, die kann eins und eins zusammenzählen. Sie ist so eine Scheißkuh. Ich verstehe, dass du sauer auf sie bist. Wenn du wüsstest, was dann... Würdest du mal bitte gerade mir einen Gefallen tun und beim Autofahren anhalten? Ja, mache ich. Ja. Ihr wird auffallen, dass du das Auto kaputt gemacht hast. Und sie wird einen Schock eingejagt. Ja, sie haben mir auch einen Schock eingejagt. Luna, wo bist du gerade? Weiß sie, dass ich das war? Ja. Wieso weiß sie das? Weil ich mit ihr und Lennart in einem Kreis stand und wir uns unterhalten haben. Dann ich sage, wartet mal kurz, Luna ruft mich an, bin beiseite gegangen. Und 5 Minuten später sieht sie ihr kaputtes Auto. Da hat sie mich dann gefragt, ob du mir irgendwas gesagt hast. Natürlich habe ich ihr dann gesagt, dass es da ist. Ich muss ja die Wahrheit sagen. Ich möchte da nicht lügen. Du hast mich verpetzt, echt jetzt. Das hat mit Verpetzen nichts zu tun, Luna. Wir wollen dir helfen. Weil ich erstens nicht meine Chefs anlügen kann. Zweitens, weil ich nicht meine... Ja, dann brauche ich dir auch nie wieder was erzählen. Freunde anlügen kann. Und zum Dritten... Okay, ich bin keine Freundin. Die hätten mich unter Eid stellen können, dann hätte ich die Wahrheit sagen müssen. Und soll ich was sagen? Frau Adler wird eine Zivilklage gegen dich einleiten wollen. Das ist ihre Meinung. Ich habe mir in die Hose geschissen, okay? Ich habe mich richtig gedemütigt gefühlt. Da, als Maria dich aus dem Tower rausgejagt hat. Du gehst zur Polizei, sagst, dass du Marias Auto mit Baseballschläger kaputt gehauen hast, stellt sich quasi. Du bezahlst die Reparatur für Marias Auto. Du entschuldigst dich bei Maria. Da kann ich mir vorstellen, dass sie dich nicht anklagen wird. Dass wir jetzt gemeinsam zum BD fahren. Und das zumindest mit der Polizei schon mal klären. Ich bin dabei, ich helfe dir und wir klären das Ganze in Ruhe. Dann ist der Teil weg. Das Auto reparieren findet gerade sowieso nicht statt, weil das wurde vom ACLS abgeschleppt, wird gerade noch repariert, die Rechnung kommt erst noch. Hallo Luna. Müsst ihr die selbst stellen oder was? Das finde ich auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite hättest du dir vielleicht mal vorher überlegen müssen, bevor du sowas machst, ne? Theo, ich hab mir in die Hose geschossen. Wir hatten dir doch gesagt, du kannst reinkommen. Nein, Frau Adler hat mich rausgescheucht. Ja, der hat dich rausgescheucht, weil du vermummt da reingelaufen bist. Ja, und dann bin ich... Hätte doch niemand was gesagt, wenn du einfach reingegangen wärst oder ich musste mich beeilen und dann bin ich schnell rausgelaufen und dann ist es passiert, okay? Es hat so weh getan. Es war so demütigend. Und
dann das verstehe ich, aber konnte ich mich nicht mehr kontrollieren. Weil es hat so weh getan, Theo. Ach, Luna. Ich hab echt gedacht, dass ich mich zusammenreißen kann, aber als das passiert ist, dann so klein gemacht gefühlt und so. So runtergedrückt von ihr und. Ich komm mal eben vorbei. Gut, das ist natürlich eine sehr peinliche Geschichte, aber ich nehme das jetzt einmal alles auf, schreib das in ihre Akte. Kriege ich jetzt einen Akteneintrag? Sie kriegen jetzt einen Akteneintrag, ja. Ich würde das. Da würde ich ehrlich zu Ihnen gerne jetzt mit Ihnen abhandeln. Leider sind mir da allerdings gerade die Hände gebunden, aufgrund dessen, dass mir schon gesagt wurde von der Frau Adler, dass sie da gerne eine Zivilklage draus machen möchte. Und das deswegen zusammen abgehandelt werden muss. Kannst du dich vielleicht mal ganz kurz hier hinsetzen? Dann rede ich mal mit dem Polizisten, ja? Super, Luis. Ich habe gerade noch mal Rücksprache gehalten mit einem Kollegen und auch mit den Justizlern. Entgegen meiner Annahme kann ich das doch jetzt direkt abhandeln. Dann haben sie zumindest die strafrechtliche Seite direkt hinter sich. Okay. Mit etwas Glück überlegt die Frau Adler sich das dann auch nochmal anders. Dann haben sie hier einmal eine Rechnung. Einmal unbedingt unterschreiben. Okay.